Ja, finde ich, wie wir sind, hat sich direkt ein neuer Gesprächsstoff beim Abendessen ergeben, denn voller Wehmut vermisst Ralf seine Vielfalt an Brettchen. Genau, denn wir haben auch zur Hochzeit haben wir Brettchen geschenkt gekriegt und ich hatte auch noch einen großen Stapel an Brettchen zu Hause. Aber so originelle Brettchen, wo was draufsteht, Guten Morgen zum Beispiel oder sowas. Kann mich überhaupt nicht Oder erinnern, Carpe Ralf. diem zum Beispiel. Auch Wenn du das dann schon nicht. drauf guckst, wirst du gleich daran erinnert, dass dich erst an den Tag, dass du dir das zu Entweder es Herzen nimmst. begegnet mir, ich brauche da keinen Wink mit dem Zaunpfahl und auch nicht einen guten Morgen von so einem Plastikwurm. Ja, ich weiß, dass es da wunderschöne Motive gibt, aber das ist dann schon wieder fast Dekorationsartikel und nichts zum Benutzen. Außerdem esse ich viel lieber mit den Fingern und aus der Hand, so als echtes Krokodil frisch auf den Tisch. Brauche ich keine Brettchen. Das erscheint mir sowas von spießig und kleinkariert, wobei Ralf sagt, kleinkariert wäre es nur, wenn das so mit Blümchen und Geschnörkel Ja, oder oder sowas wäre. Blümchen oder wie war, früher hat man auch diese Plastiktischdecken und gleich, bei dir waren auch oft die Brettchen gewesen. Einfach so ein kleines Karo-Muster da drauf und fertig. Aber man kann doch so, ich finde so ein Brettchen schön. Und da hatte Barbara gesagt, Krokodile, ich soll mir das bildlich vorstellen, dass das Krokodil vom Vom Brettchen. Brettchen. Das war das Krokodil, macht eher nur einen Haps und frisst Das dann alles. Brettchen Das inklusive, ne? Brettchen inklusive. Ja, tja, aber ich Also fand es man damals kann es auch schade. übertreiben. Wir haben, wir haben bestimmt zur Hochzeit so schöne Brettchen gekriegt mit Herzl drauf, kann ich mir vorstellen. Oh, schüttelt's mich. Weißt du nicht mehr, weiß ich noch. Die haben wir dann erstmal zu mir nach Markt Schwaben gebracht, die Brettchen. Ja, Oder nicht? wohin denn sonst? Jetzt steht ja demnächst, ja, wohin denn sonst? Jetzt steht ja demnächst wieder ein Umzug an nach hier. Da muss ich aber stark überlegen. Da kannst du dir dein Bett mit Brettchen pflastern. Vielleicht schläft sich's dann besser drauf. Na. Ich weiß es nicht. Also schöne Dinge, die sind oftmals für mich eher unpraktisch. Ich brauche ein gutes Schneidebrett, wenn überhaupt. Und dann kenne ich das aus der Küche auch noch, dass man da, wo man süße Sachen dann eben nicht gleich den Fisch oder das Fleisch dann noch mit drauf hat, sondern dann ein anderes Brettchen nimmt. Ja, das ergibt sich bei uns aus der Größe. Wir haben so, ja, wirklich schöne, schwarze, praktische Brettchen. Brettchen aus Kunststoff, so ja, die man auch noch so flügeln kann. Also, was heißt flügeln? Die kann man So sozusagen, klappen, dass man das Schnittgut das direkt dann dann einfüllen da rein. kann, wie Und so dann ein haben wir aber Trichter. noch ganz schön, die gefallen ja wahrscheinlich dir selber, hast du ja auch angeschafft, die aus Schiefer, wo wir den Käse drauf getan haben. Ja, die kannst du nur nicht so zum Schneiden nehmen, weil dann die Messer stumpf Aber man werden, könnte sich vielleicht als vorstellen, Deko. dass es die auch ein kleines, vielleicht gibt es die auch ein kleines Was, als Menübrettchen. Anhänger oder was? Nein. Nein, Als nicht als alle. Ohrschmuck. Nein, als Essbrettchen. Das haben wir in der Mitte so ein großes, hat so einen schönen Henkel, das sieht wirklich gut aus, aus Schiefer. Da machen wir mal unseren Käse drauf. Und dass man dann jeder noch so ein kleines Schieferbrettchen dann vor sich stehen dann hat. Wo er das von dem großen Brettchen aufs kleine Brettchen, vom kleinen Brettchen in den Mund nimmt. Also ich brauche nur das große Brettchen und dann ab direkt in den Mund. Aber wir können uns das ja nochmal überlegen, anschaffen, Die gefielen dir nochmal ja drüber auch, die hast du schlagen. gebracht. Die sind ja auch schön als Vorlage. Brettchen, Ja, jetzt haben wir das auch genug finde ich gebrettert. schon eine Edelvariante, mit der ich auch was anfangen kann, die mich auch nicht so an diese Plastikzeit erinnern. Also, nee, naja, gut, also ihr merkt so, Tischkultur ist mehr Ralf-Spezialität. Mir reicht was Gescheites auf der Hand. Die Scheibe Brot schmiere ich mir am Tisch und dann wird sich damit genüsslich an Platz begeben und verspeist. Das hoffe ich auch sehr. Aber ich kann es hier gar nicht mehr überprüfen, weil ich ja ständig jetzt da bin. Ich hoffe es mir auch sehr, wenn ich nicht da bin. Wir kommen ja überhaupt nicht mehr raus hier. Naja, umso näher kommen wir uns. Naja. Ja, na gut. Ja, was war sonst noch heute? Ja, so Telefonate, Stimmt, und auch wieder, ja, Post wegbringen, genau. Post wegbringen, Telefonate. FFP2-Maske besorgen. Genau, dass wir auch alles, dass wir gut gerüstet sind für morgen wieder.
Und ansonsten fand ich es heute ganz wunderschön, so in Ruhe auszuschlafen, ohne Termine. Genau, ich habe sie ja auf meine Meditation heute mal verzichtet. Da musste der liebe Jott auch mal zurückstehen oder ja. Verständnis für aufbringen. Das war einfach so, ja, einfach so in den Tag. Es war auch irgendwie total anders, als wenn ich das meditiere schon mal als erstes. Dann komme ich wieder zu Barbara zurück, da trinken wir unser Mokka-Tässchen Kaffee und besprechen, was wir geträumt haben, was wir noch vorhaben. Hm. Und es war heute irgendwie anders, ne? Oder? Ich hatte das ja, so. Ich weiß nicht, was jetzt anders war. Irgendwie war das anders. Ruhiger auch, ne? Ja, sonst hörst du mich schon immer trällern und singen. Ja. Dafür hat man heute aus der Nachbarwohnung, sind wir mit Klassik verwöhnt worden. Das war auch ungewöhnlich, ne? Ja. Klaviermusik. Ja. So sind wir durch einen etwas regnerischen, warmen Tag und ja, lassen den jetzt mit ausklingen, mit ohne Brettchen. Ja, und jetzt geht uns doch tatsächlich der Stoff aus. Vielleicht schauen wir uns heute Abend noch einen Film an. Von diesem Probe-Abo Disney Club, ne? Ja. Aber ich weiß leider auch nicht für den Titel. Den liefern wir danach, ne? Ja, also was schön war, sind so guttunend, verständnisvolle und bestärkende Rückmeldungen jetzt auf unser Interview. Es gab auch verhaltene Rückmeldungen, so inhaltlich, naja, so offen würde ich mich nie zeigen und unsere Beziehung präsentieren. Entweder fehlt uns das Vorsichtsgehen oder wir sind so souverän, was ich hoffe, dass dieses Gefühl, offen sein zu können, also uneingeschränkt an sich. Uneingeschränkt offen, dass es einem nichts peinlich ist und dass man da uneingeschränkt dass offen ist. Dass man dazu stehen kann, ja. Das ist schon ein, ich glaube, ein ganz wichtiges Gefühl für uns beide. Und ja, ich überlege gerade, ob man euch das so auch wünschen kann, jedem, wie es gut tut. So jedem, wie es gut tut. So, wie es jeder mag. Ne? Genau. In dem Sinne, Baba. Mit und ohne Brettchen, das wird schmecken.